Heute, ach so, halt, zuerst muss ich euch sagen, grüß Gott miteinander. Heute war der Klaus allein zu Hause. Die Eltern haben einen Termin gehabt und wie er von der Schule heimgekommen ist, war da ein Mittagessen für ihn bereitet und nochmal der Zettel von der Mama geschrieben. Du weißt ja, wir haben heute einen Termin, wir sind gegen 5 wieder da, mach keine Dummheiten. Als würde der Klaus Dummheiten machen, gell? Zum Glück war der Struppi da und der Klaus hat gedacht, so ganz allein in der Wohnung. Ich hol mir den Struppi rein, der ist ja so lieb. Die Eltern werden bestimmt nichts dagegen haben, sonst bin ich ja so ganz, ganz, ganz allein. Hat sein Mittagessen gegessen und dann ist er in Schuppen und hat den Struppi geholt und hat gesagt, du Struppi, die Eltern sind doch heute nicht da. Wuff, wuff, hat der Struppi gemacht, als wollte er sagen, ich weiß, die sind noch zu mir in Schuppen und haben gesagt, Struppi, pass gut auf den Klaus auf. Und weißt du, Struppi, hat der Klaus dann gesagt, dann leistest du mir Gesellschaft und du bist ganz lieb, gell? Wuff, wuff, hat der Struppi gemacht und der Klaus hat gesagt, ich mache jetzt Hausi und dann schauen wir, was wir machen, okay? Wuff, wuff, hat der Struppi gemacht und der Klaus hatte diesmal nur Mathe auf und es war auch nicht schwer. Der hat nämlich immer mal wieder mit dem Otto gelernt und war jetzt fast so gut in Mathe wie der Otto. Gut, wenn man Freunde hat, gell? Dann war er fertig und dann hat er gesagt, Struppi, was macht man jetzt? Ich habe eine Idee, hat der Klaus gesagt. Wir machen einen Obstsalat. Jawohl, da freuen sich Mama und Papa, wenn sie heimkommen. Und es war ein anstrengender Termin. Und dann essen wir zusammen Obstsalat. Wuff, wuff, hat der Struppi gemacht. Dann hat der Christian geschaut, was alles da war. Er hat Banane gefunden und Äpfel, einen Pfirsich, eine Orange und hat gedacht, das wird lecker. Aber ich brauche, glaube ich, noch eine Zitrone. Die Mama macht doch das auch immer mit Zitrone und ich brauche noch Zucker. Das hat er sich alles her. Dann hat er so ein Brett genommen, wisst ihr, wo man gut schneidet, dass die Platte in der Küche nicht irgendwie eine Macke abkriegt. Und dann hat er angefangen, den Apfel schneiden, die Orange schälen, den Pfirsich schneiden. Und dann ist ihm was passiert. Er hat ein scharfes Messer genommen, damit alles gut klein wird. Und dann hat er sich geschnitten. Au, richtig feste. Leute, so am Fingergipfele, das hat geblutet. Ist ja nicht so arg schlimm, wenn man sich so schneidet, gell? Aber jetzt stellt euch mal vor, der Klaus, der kann nicht unbedingt Blut sehen. Und jetzt ist er ganz weiß worden und dem ist schlecht worden. Und dann ist er ganz, ganz schwindelig ist es ihm worden. Und dann ist er fast umgefallen. Und der Struppi ist ganz aufgeregt worden und hat gedacht, was mache ich denn? Was mache ich denn? Wuff, wuff. Und hat den Klaus angestupst und nochmal angestupst. Und der Klaus hat gar nicht mehr reagiert. Der hat nur so komisch gestöhnt. Und oh, der Struppi ist ganz erschrocken und um den Klaus rumgerannt. Wuff, 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 wuff. Und hat ihn immer angestupst. Dann wusste er sich keinen Rat. Aber ihr wisst ja, der Struppi ist ein schlauer Hund. Also ist er zur Terrassentüre raus und zur Frau Baumann gerannt. Wie der Blitz. Und hat bei der Frau Baumann gebellt. Und die Frau Baumann hat gedacht, mein Struppi ist da. Dann ist ja auch der Klaus da. Die besuchen mich. Macht die Türe auf, sieht nur den Struppi. Und den, oh, mein Struppi ist aber aufgeregt. Was ist denn da los? Und der Struppi, der geht um ihre Füße und rennt ein Stück weg und bellt und kommt wieder. Und dann denkt die Frau Baumann, da ist was passiert. Und holt ihren Stock und geht mit dem Struppi mit zum Klaus seiner Wohnung. Und der Struppi zeigt ihr der Weg durch die Terrassentür. Und da sieht sie den Klaus und sieht, wie der Finger blutet. Und denkt, oh, da müssen wir ja schnell was machen. Wo könnte denn dem Klaus seine Mama Verbandsach haben? Sicher im Bad. Sie hat's gefunden und dem Klaus den Finger verbunden, dass das nimmer blutet. Alles weggewischt vom Blut. Dann hat sie so klopft, Klaus, Klaus. Oh, oh, Frau Baumann. Hat der Klaus gesagt, Frau Baumann, mir war so schlecht, weil, oh, da ist ja gar kein Blut mehr. Hat die Frau Baumann gesagt, ich habe deinen Finger verbunden, ist gar nicht schlimm. Du hast dich nur geschnitten und es hat halt so arg geblutet, weil das an der Fingerkuppe war. Frau Baumann, wie bist denn du hergekommen? Ja, dein Struppi hat mich geholt. Oh, mein Struppi, mein Rettungshund. Und der Klaus nimmt den Struppi und drückt ihn ganz fest. Na, sagt die Frau Baumann, was hast du denn eigentlich machen wollen? Ein Obstsalat für die Eltern. Die haben heute einen Termin und ich dachte, wenn die heimkommen, tut's ihnen bestimmt gut. Und das Messer war so scharf. Ja,
Das weiß ich, hat die Frau Baumann gesagt, das ist mir auch schon passiert. Sowas passiert und dann muss man es halt verbinden. Aber du kannst kein Blut sehen, gell? Ja, da wird's mir schlecht, hat der Klaus gesagt. Wuff, wuff, hat der Struppi gemacht, als wollte er sagen, ich bin doch da und hab für alles gesorgt. Super, gell? Und dann hat die Frau Baumann dem Klaus geholfen, dass es einen super lecker guten Obstsalat gab. Und natürlich haben Klaus und Frau Baumann das auch gleich probiert, ob es gut schmeckt. Und dann hat der Klaus so eine Folie drüber und in den Kühlschrank gestellt, wenn die Eltern kommen. Dann haben der Struppi und der Klaus die Frau Baumann heimbegleitet. Und das ist gut gegangen. Die Frau Baumann konnte richtig gut laufen. Das war bestimmt eine gute Idee, dass der Klaus und der Struppi sie überredet haben damals, dass sie mit ihnen einen Spaziergang macht. Die hat schon viel fröhlicher ausgeschaut, die Frau Baumann. Und jetzt hat sie auch gemerkt, dass sie noch gebraucht wird. Das war gut. Dann ist der Klaus und der Struppi wieder heim und die Eltern waren inzwischen da und haben sich gefreut über den Obstsalat. Es war so anstrengend, ihr Termin, und dann haben sie das genossen. Der Klaus und die Mama und der Papa auf der Terrasse und der Struppi dabei, der hat natürlich ein Leckerli gekriegt, ihr wisst's. Und dann haben sie noch miteinander geredet und dann hat der Klaus erzählt, wie toll der Struppi heute für ihn gesorgt hat. Und dann haben die Eltern dem Struppi gleich nochmal ein Leckerli gegeben, weil er so ein toller Hund war. Und der Klaus ist mit ihm in Schuppen, es war schon wieder Abend, und hat ihm sein Fressen gegeben und genügend Wasser zum Schlabbern. Und dann haben sie mal wieder ein Abendlied gesungen. Nun wollen wir singen das Abendlied und beten, dass Gott uns behüt. Dass Gott uns behüt, bis die Nacht vergeht. Kommt, singet das Abendgebet. Danke, lieber Gott, dass der Struppi so ein toller Rettungshund ist und die Frau Baumann komme ist und dass es der wieder besser geht. Und danke, dass mein Finger auch gar nicht mehr wehtut. Und danke, dass die Eltern da sind und für den guten Obstsalat. Danke, Amen. Gute Nacht, mein lieber Struppi, und ich danke dir. Und der Klaus nimmt den Struppi nochmal in Arm und drückt ihn und gibt ihm auf die Nasenspitze einen Kuss und sagt, du bist mein bester Freund. Gute Nacht. Und ich sag auch, gute Nacht, ihr Lieben. Schlaft gut. Der Abendstern am Himmel, still leuchtet er herab, durchdringt der Dämmerungsschatten. Licht in dunkler Nacht. Er lässt dich leise ahnen, wie groß der Schöpfer ist, der diese Welt geschaffen hat und auch dich nicht vergisst. Der Abendstern am Himmel erzählt dir in der Nacht, dass dieser starke Schöpfer auch über dir jetzt wacht. In seiner großen Liebe lässt er dich nicht allein, gerade auch in Dunkelheit will er dir nahe sein. Der Abendstern am Himmel, komm, hör ihm leise zu und schließ die müden Augen. Deinem Herzen Ruhe. Lass dich ganz einfach fallen.